Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vor 3,5 Wochen hat uns die Nachricht von der Katastrophe in den französischen Alpen schockiert. Durch die schreckliche Mordtat eines Einzelnen sind 149 Menschen jäh aus dem Leben gerissen worden. In die Betroffenheit, die wir alle gespürt haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, haben sich sehr schnell bereits reflexartig Stimmen gemischt, die angesichts dieses jähen Schocks auch sofort wieder über mehr Kontrolle und Misstrauen gesprochen haben. Am gestrigen Tag haben wir im Kölner Dom der Opfer der Katastrophe gedacht. Im Rahmen dieses Trauerakts hat unser Bundespräsident Joachim Gauck gesprochen. Der Bundespräsident spendete Trost mit dem Gedanken, dass auch wenn wir die Mordtat eines Einzelnen beklagen, wir im Alltag doch Millionen Menschen treffen, die als Ärzte oder Busfahrer ihre Pflicht tun und die wir auch mit Vertrauen würdigen können, selbst wenn sie als Gegenverkehr uns auf der Straße begegnen. So sehr wir schockiert sind, so tief der Schock über diese Katastrophe auch noch sitzt, gerade angesichts der Mordtat eines Einzelnen, sollten wir denjenigen, die jeden Tag ihre Pflicht und mehr als ihre Pflicht in verantwortungsvollen Berufen tun, Dank und Respekt zollen. Eine Gesellschaft, die nicht in Vertrauen, in Verantwortung, Vernunft und Einsicht geprägt ist, eine Gesellschaft, die auf Misstrauen und Kontrolle basiert, eine solche Gesellschaft wäre auch nicht lebenswert. Deshalb setzen wir Freie Demokraten auf jeden einzelnen Menschen, auf seinen Willen und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Weil wir so groß von jedem Einzelnen denken, lassen wir auch nicht zu, dass die Politik die Menschen klein macht. Und das ist die Mission der Freien Demokraten. Den Einzelnen groß machen. Gerade in einer Zeit, wo wir immer neue Initiativen aus der Politik erleben, die ihn eben klein machen, ihm misstrauen. In Zeiten der Digitalisierung ist die große Herausforderung, dass wir unsere individuellen Freiheits- und Eigentumsrechte weiterleben können. Mit der Veränderung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche sind enorme Chancen verbunden. Auf neue Teilhabe, andere Wertschöpfungsketten. Enorme Chancen. Ich selbst liebe die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, und ich will auf nicht eine einzige verzichten. Die Voraussetzung dafür aber, dass die Digitalisierung zu einem zivilisatorischen Gewinn wird, in individueller und in ökonomischer Hinsicht. Die Voraussetzung ist aber, dass wir ein staatliches Recht haben, das uns unsere Eigentumsrechte an unseren Daten garantiert. Es ist nichts umsonst im Internet. Wir zahlen nur nicht in Euro, in Cent, sondern damit, dass andere unsere Daten, unsere kommunikativen Hinterlassenschaften bewirtschaften dürfen. Die Umsonst- und Gratis-Mentalität ist eigentlich eine Täuschung. Umso mehr brauchen wir jetzt einen Rechtsstaat, der uns die Souveränität über unsere Daten garantiert, damit nicht andere mit unseren Daten das veranstalten, was gar nicht in unserem Sinne ist. Das wäre eine Aufgabe, das ist eine Aufgabe für die europäische Politik, durchzusetzen, dass wir als Bürger die Regeln des Spiels bestimmen und nicht zu Objekten von anderen werden. Die Große Koalition aber und daran muss sich Politik messen. Wenn sie diese Zäsur der Digitalisierung annimmt, die Ministerpräsidentin dieses Landes hat in einer bemerkenswerten Regierungserklärung ja die Digitalisierung zu einem ihrer neuen Themen gemacht. Das habe ich gerne gehört. Und ich habe auch seinerzeit
in der Parlamentsdebatte neben anderen Aspekten, die eine Rolle gespielt haben, ausdrücklich betont und unterstrichen, begrüßt, dass auch die Ministerpräsidentin dieses Landes Regeln für den Datenmarkt will. Daran muss sie sich messen lassen. Daran muss sich eine große Koalition in Berlin messen lassen. Der Justizminister dieses Landes, Herr Kutschaty, hat vor einigen Wochen sich in der Zeitung zitieren lassen mit dem Satz, die Vorratsdatenspeicherung sei ein Relikt aus der Steinzeit. Der Mann hat recht. Nun hat die SPD eine Einigung mit der Union über eine Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Jetzt können wir sagen, die sind von gestern. Die Problematik liegt aber tiefer. Denn es ist die Aufgabe des Rechtsstaats, unsere Daten zu schützen und nicht unsere Daten zu sammeln. Wir haben über Jahre hartnäckig in der Koalition mit der Union uns allen Versuchen, in die Privatsphäre der Bürger einzudringen, entgegengestellt. Nach der Bundestagswahl hat Sigmar Gabriel dann gesagt, die Sozialdemokraten, die seien nun die neue liberale Kraft in Deutschland. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Nicht nur, dass jetzt eingegriffen wird in unsere Persönlichkeitssphäre, es wird auch klar, dass die Sozialdemokraten keine liberale Partei sind. Das Erbe der FDP, auch in der Bürgerrechtspolitik, kann nur die FDP selbst antreten, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt geraten unbescholtene Bürger in das Visier der Behörden. Wir hatten in Deutschland 2008 bis 2010 eine Vorratsdatenspeicherung. Sie ist dann höchstrichterlich verworfen worden. In den drei Jahren, als es sie gab, da haben sich die Fahndungsmethoden unserer Behörden nicht so signifikant verbessert. Da gab es keinen Abbruch danach, als die Vorratsdatenspeicherung dann für verfassungswidrig erklärt worden ist. Die Europäische Kommission sagt, die möglichen Erfolge, die mit der Vorratsdatenspeicherung verbunden sein könnten, sie seien alle überschätzt. Und trotzdem kommt nun dieser Eingriff in bürgerliche Freiheitsrechte. Und ich frage mich, wenn doch klar ist, dass die Vorratsdatenspeicherung für zusätzliche Fahndungserfolge nicht geeignet ist und sie somit also offensichtlich auch unverhältnismäßig ist, wo ist in dieser sensiblen Debatte eigentlich die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, liebe Freundinnen und Freunde? Wieso hört man ihre Stimme nicht? Wieso hört man die Stimme nicht der Bundesdatenschutzbeauftragten in dieser sensiblen Debatte? Sie verfolgt offenbar das Ziel, durch Nichtstun von sich reden zu machen. Es ist aber zu wenig, diese Aufgabe zu begreifen als eine nachgeordnete Behörde. Für uns, liebe Freundinnen und Freunde, ist das eine der sensibelsten Fragen im Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Wir haben Abwehrrechte in unserer Verfassung nicht für Schönwettersituationen, sondern diese Freiheits- und Abwehrrechte, die den Einzelnen stärken, die stehen in unserer Verfassung ja gerade, weil es in bestimmten Situationen den Wunsch geben könnte, immer stärker auch in die Freiheit einzugreifen, um vermeintlich Sicherheit zu gewährleisten. Das ist aber ein ganz altes Denken. Im preußischen Polizeirecht, da gab es anlasslose Kontrollen, liebe Freundinnen und Freunde. Und über die liberale Verfassungsbewegung im 19. Jahrhundert ist dieses Denken in obrigkeitsstaatlichen Kategorien überwunden worden, weil unsere liberalen Vorväter im 19. Jahrhundert in den Verfassungen Bürgerrechte durchgesetzt haben, werden wir auch heute diesen Gang in den Kontrollstaat nicht mitgehen. Wenn die Politik die bürgerlichen Freiheitsrechte nicht schützt, dann werden wir sie notfalls vor Gerichten verteidigen und dagegen klagen. Das haben wir schon einmal gemacht und wir werden es wiederholen. Der Einzelne wird klein gemacht, liebe Freunde, durch immer tiefere und weitgehende Eingriffe in die Vertragsfreiheit. Es gibt immer größere Vorhaben, angesichts derer die eigenen Lebenspläne klein werden und der Einzelne sich machtlos fühlt.
Es gibt eine Vielzahl von politischen Maßnahmen, über die jetzt zu sprechen wäre, wo es neue Bürokratie gibt oder wo Möglichkeiten auch der Selbstkoordination in der Gesellschaft eingeschränkt worden sind. Ich will mich einen Bereich hier heute exemplarisch, weil er ganz aktuell ist und für unser Land Nordrhein-Westfalen von besonderer Bedeutung ist, konzentrieren, nämlich die Klimaschutzpolitik. Es gibt ja so ein paar Worte, wenn die im politischen Diskurs geäußert werden, dann ist der argumentative Austausch eigentlich sofort beendet. Warum macht ihr das? Wegen der sozialen Gerechtigkeit. Ach so. Keine weitere Frage erforderlich, ob die Maßnahme in Praxis zu mehr Gerechtigkeit führt oder nicht, spielt für den politischen Diskurs in der Talkshow-Demokratie dann zumeist keine Rolle mehr. Das andere Wort, das diesen Charakter hat, ist Klimaschutz. Warum macht ihr das? Wir wollen die Erderwärmung stoppen. Ach so, keine weiteren Rückfragen erwünscht. Thema durch. Im vergangenen Jahr, liebe Freundinnen und Freunde, ist von der deutschen Industrie erstmals mehr im Ausland als im Inland investiert worden. Auch hier in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise von der chemischen Industrie, wird unterhalb der Abschreibungen investiert. Was nichts anderes bedeutet, als dass sich Deindustrialisierung nicht durch Arbeitsplatzverluste, die in die Tagesschau kommen, vollzieht, sondern schleichend, weil nicht nachinvestiert wird, weil nach und nach Produktion eingestellt oder ins Ausland verlagert wird. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unseren industriellen Kern stimmen nicht mehr durch die steigenden Energiepreise, weil auch hierdurch beispielsweise in Nordrhein-Westfalen unseren Landesentwicklungsplan Flächen fehlen für die Ausdehnung. Und in dieser sensiblen Situation, liebe Freundinnen, liebe Freunde, kommt nun der Klimaschutz noch dazu. Nicht der europäische Klimaschutz, nicht die globalen Ziele, sondern hier in Nordrhein-Westfalen kommen noch regionale Ziele mit obendrauf. Auf die europäischen und globalen Vorgaben nimmt Nordrhein-Westfalen noch oben etwas drauf durch den Klimaschutzplan unseres Umweltministers, Herrn Remmel, mit 150 Detail- und Einzelmaßnahmen. Sigmar Gabriel hat dieser Tage erklärt, dass er für Deutschland insgesamt 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 zusätzlich einsparen will. Eine enorme Größenordnung. Eine Größenordnung, die dazu führen wird, dass ganze Industrien in unserem Land nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dass es keine Braunkohleverstromung mehr gibt und die Gewerkschaften wie die IGBCE sagen dieser Tage, dass Zehntausende Arbeitsplätze hier in Nordrhein-Westfalen gefährdet sein könnten. Aber dient das dem Klimaschutz? Man könnte sagen, na ja, dieser Strukturwandel, der ist eben notwendig, weil wir in einer ökologischen Verantwortung stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die national zusätzlichen Ziele von Sigmar Gabriel, die Strafabgabe auf die Braunkohle, die zusätzlichen Maßnahmen von Johannes Remmel, man könnte über sie ja diskutieren, wenn es möglich wäre, zwischen Bielefeld und Bonn das Tempo der Erderwärmung zu verlangsamen, wenn man daran glaubt. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht nur nicht möglich, weil unser globaler Beitrag so gering ist, sondern weil aufgrund der europäischen Rahmensetzung jede zusätzlich in Nordrhein-Westfalen eingesparte Tonne CO2 in Polen, Italien oder Spanien zusätzlich verbraucht werden darf. Wir machen es uns hierzulande also schwerer, mit hohen Umweltstandards wettbewerbsfähig zu sein, damit andere wenig ambitioniert sein können. Und das ist eine Politik, die offensichtlich einen ideologischen Kern hat und keinen rationalen. Unsere industrielle Basis hier in Nordrhein-Westfalen, sie ist es wert, verteidigt zu werden. Wir sind auch stolz darauf, dass wir durch die Krisen besser gekommen sind, weil unsere Volkswirtschaft nicht basiert darauf, dass Finanzdienstleistungen allein angeboten werden, wie in Großbritannien das mal eine Idee war. Nein, wir haben einen starken industriellen Kern, der jetzt bedroht ist. Ich habe unlängst gesprochen, wir hatten den Arbeitsdirektor von ThyssenKrupp bei uns in der Fraktion, wie das sich konkret beispielsweise für sein Unternehmen darstellt, um jetzt nur mal einen großen
sehr stark vernetzten Player zu nennen, der sagt, die aktuellen Vorgaben sind alleine aufgrund der Naturgesetze kaum zu erreichen, weil bei der Stahlproduktion aufgrund chemischer Reaktionen eben Kraft Natur der Sache CO2 freigesetzt wird. Der Bundeswirtschaftsminister hat einen Eid auf unsere Verfassung geschworen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, Schaden von unserem Land abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren. Wenn er diesen Eid ernst nimmt, dann muss er seine zusätzlich unsere Wirtschaft belastenden Pläne, die keinen ökologischen Beitrag leisten, wieder einkassieren. Wir brauchen eine Klimapolitik der Rationalität. Und ich will das sehr offen sagen. Ich will das hier sehr offen sagen, liebe Freunde. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir Mut zur Klarheit haben und dass wir in jedem Themenfeld unsere liberale Position darstellen, ohne falschen Opportunismus oder Ängstlichkeit. Und deshalb will ich durchaus dieses hochverminte Terrain betreten und sagen, wenn die Europäische Union sich ein Klimaschutzziel von 40% weniger Emissionen bis 2030 vornimmt, dann ist das ambitioniert und es verdient Unterstützung. Die Bundesregierung strebt aber bereits bis 2020 das europäische Ziel von 40% an. Das ist überambitioniert. Ob wir 38 oder 37 oder 40% im Jahr 2020 erreichen, das spielt für das Weltklima keine Rolle, aber es hat enorme Auswirkungen, wenn es mit solchen drakonischen Maßnahmen verfolgt wird, für unsere wirtschaftliche Basis. Deutschland sollte deshalb europäische Vorgaben, egal ob es Bürokratie oder Klimaschutz ist, nur noch 1:1 umsetzen. Alleingänge bringen uns nicht und stärken niemanden. Das ist auch eine globale Aufgabe. Das ist auch eine globale Aufgabe. Eine Ideologie des Verzichts und der Askese, wie sie gelegentlich gepredigt wird. Auf einem solchen Weg würde uns doch kein Schwellenland folgen. Die Chinesen bauen ihre industrielle Basis auf, weil sie Wohlstand für ihre Menschen wollen. Die halten die Gesellschaft stabil dadurch, dass 100 Millionen Menschen in jedem Jahrzehnt in die Mittelschicht aufsteigen können sollen. Wenn wir denen sagen, nein, Wachstum ist schlecht, ihr braucht keinen zusätzlichen Wohlstand. Liebe Freunde, die Schwellenländer, die wir brauchen für die globalen Klimaschutzziele, sie könnten uns auf diesem Weg nicht folgen. Deshalb stehen wir gerade im Industrieland Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise in der Verantwortung, den Beweis zu erbringen, dass Wachstum und Ressourcenschonung keine Gegensätze sind, sondern dass man sie vereinbaren kann durch kluge Technologie, durch Technologie, die die Effizienz stärkt. Und solche Technologie, die wird im Wettbewerb und beim Vertrauen auf die wirtschaftliche und die Forschungsfreiheit der Menschen erreicht. Erst wenn das letzte Stahlwerk bei uns verschwunden ist, erst wenn das letzte Kraftwerk abgeschaltet ist, erst wenn aus Nordrhein-Westfalen ein industrielles Freilichtmuseum geworden ist, werden die anderen merken, dass wir vom Eintritt chinesischer Touristen nicht leben könnten. Deshalb müssen wir Wachstum und Ressourcenschonung verbinden. Durch Innovation, Forschungsfreiheit und dadurch, dass wir unsere starken Betriebe in Nordrhein-Westfalen auch mit einer hinreichend stabilen Zukunftsperspektive ausstatten. Der dritte Bereich, wo Menschen sich gegenwärtig machtlos fühlen, kleingemacht fühlen, das sind die entfesselten Dynamiken auf den internationalen Kapitalmärkten, insbesondere in der Eurozone. Im Jahr 2010 mussten wir uns schwerwiegende und weitreichende Fragen stellen, mit Blick auf die Entwicklung in Europa und der Staatsschuldenkrise. Es sind 5 Jahre später nun und Europa ist unverändert herausgefordert und zugleich gibt es eine gewisse Fragilität, die wir alle spüren. Und trotzdem, die Entscheidungen, die wir damals getroffen haben im Jahr 2010, und danach im Jahr 2012,
Ich halte diesen Weg, den die FDP seinerzeit beschritten ist, ich halte ihn heute unverändert für richtig. Wir sind in einer neuen Spannungslage mit Russland, die damals niemand gesehen hat. In einer anderen Gegenwart, in der wir anders im Jahr 2010 entschieden hätten, wie würde Europa sich heute positionieren, wenn es neue Rivalität zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich geben würde? Wie würden wir uns heute angesichts der außenpolitischen Herausforderungen im Mittleren Osten und mit Russland, wie würden wir uns dort positionieren? Wie wäre dann möglich gewesen, dass die Bundeskanzlerin zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten eine vermittelnde Rolle übernimmt, wenn Deutschland und Frankreich selber in einer Rivalität gefangen wären? Nein, die Entscheidung, damals Europa nicht auseinanderfallen zu lassen, sondern zusammenzuhalten, war richtig. Und ich wünsche mir, liebe Freundinnen und Freunde, dass Guido Westerwelle, der damals Verantwortung getragen hat, in seiner schwierigen Lebensphase jetzt auch Kraft dadurch findet, dass er seinerzeit vor der Geschichte seiner staatspolitischen Verantwortung gerecht geworden ist. Die Strategie, zeitweise Rettungsschirme zu spannen, unter denen dann marktwirtschaftliche Reformen möglich werden, diese Strategie war damals richtig. Aber sie ist jetzt verlassen worden. Spätestens im Herbst 2013 auch von Deutschland. Stichwort Rente mit 63, die ja ein Fanal für Europa war, marktwirtschaftliche Reformen nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, wenn Deutschland selbst Bestandteile der Agenda 2010 zurückabwickelt. Also die Strategie war richtig, sie ist verlassen worden und in die Bresche ist jetzt die Europäische Zentralbank gesprungen. Gegen die EZB wird viel protestiert, das will ich in der Klammer sagen. Ich werde gleich auch einiges an Kritik äußern. Aber die Art und Weise des Protests, liebe Freundinnen und Freunde, hat mich sprachlos gemacht, als man in Frankfurt am Tag der Eröffnung der EZB-Zentrale die marodierenden Banden durch die Straßenzüge von Frankfurt hat laufen sehen, wo Fensterscheiben eingeschlagen worden sind und unbescholtene Bürger Angst haben mussten, Opfer von Gewalt zu werden. Und da sagen dann Politiker von Bündnis 90 Die Grüne hier aus Nordrhein-Westfalen, das sei eine Art legitimer Protest gewesen. Gregor Gysi sagt, naja, also müsse man schon verstehen, sei auch etwas anderes, ob die Gewalt von links oder von rechts käme. Gewalt von links richte sich ja gegen Starke, Gewalt von rechts gegen Schwache, deshalb sei Gewalt von links nicht so schlimm. Ich finde, dass es völlig gleichgültig ist, ob mich ein Stein von links oder rechts trifft. Es ist völlig gleichgültig, ob mich der Stein von links oder rechts trifft. Der Schmerz ist gleich groß. Das waren keine idealistischen Aktivisten, sondern gefährliche Chaoten, die dort protestiert haben. Maß halten also bei aller notwendigen kritischen Auseinandersetzung. Die EZB, sie ist in die Lücke jetzt gestoßen, die die Regierungen aufgetan haben, weil sie in ihrer Reformtätigkeit nachgelassen haben. Die Europäische Zentralbank hat künstlich niedrige Zinsen für den Euroraum beschlossen. Ein Anleihekaufprogramm von Staatspapieren, das den kompletten Markt für Staatsanleihen geräumt hat. Der Zins findet nicht mehr statt in Europa. Nicht für deutsche Staatsanleihen, aber auch nicht für die Staatsanleihen von Ländern, die weniger wirtschaftlich solide sind, als wir es in Deutschland gegenwärtig sind. Der Markt ist geräumt, der Zins, er hat keine Lenkungsfunktion mehr, zeigt nicht mehr das Risiko an, das Staatsanleihen haben oder nicht haben. Die Politik hält die Fiktion aufrecht, dass Staatsanleihen per se risikolos seien. Sie sind nämlich in den Bankbilanzen nicht mit Eigenkapital hinterlegt. Wer hier würde seine Altersversorgung komplett auf griechischen Papieren aufbauen? Das ist der Beweis. Keiner meldet sich. Das ist der Beweis, dass sie eben nicht mündelsicher sind. Liebe Freundinnen und Freunde, durch diese Politik der Europäischen Zentralbank wird eine massive Umverteilung zwischen Privat und Staat
und zwischen Zukunft und Gegenwart eingeleitet. Den Staaten, die eigentlich noch viele Hausaufgaben zu erledigen hätten, werden die Reformanreize genommen, weil sie in einer trügerischen Sicherheit gegenwärtig wirtschaften können aufgrund der Europäischen Zentralbank und ihrer Politik. Bei allem Respekt vor der Unabhängigkeit der EZB. Die EZB muss ihre Programme stoppen, nicht weil sie nicht erfolgreich wären, sondern weil diese Ankaufprogramme angesichts der wirtschaftlichen Lage zu erfolgreich sind. Die Lirafizierung des Euro muss gestoppt und die Reformpolitik muss wieder aufgenommen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist der bisherige politische Kurs wirtschaftlicher Solidität und marktwirtschaftlicher Neuorientierung, den wir in Europa fordern, den wir auch erwarten von Griechenland. Mit der neuen griechischen Regierung hat sich ja nicht nur, wie soll ich sagen, der modische Stil in bestimmten Teilen der Politik verändert, sondern auch der argumentative Stil. Haben eine Regierung dort, wo Kabinettsmitglieder drohen, wenn ihr uns nicht Geld gebt, dann werden wir auch terrorverdächtigen Visa ausstellen, damit die zu euch nach Nordwesteuropa kommen. Das ist der neue Stil. Austausch in Moskau. Und zugleich der Versuch, Wahlversprechen, die man dort gegeben hat und die nicht finanzierbar sind, dann aus europäischer Solidarität finanzieren zu lassen. Griechenland war auf keinem schlechten Weg unter den Regierungen vorher. Viel war noch zu tun. Viel lag noch auch vor der griechischen Politik. Viele Einschnitte hatte die griechische Bevölkerung zu verkraften gehabt. Man sieht, was dort bei Löhnen und Renten getan worden ist, wenn man sich das in deutschen Maßstäben vorstellt, was dort die Bevölkerung aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse der Politik auch an Lasten hat tragen müssen. Da gibt es allen Respekt dafür. Aber wenn jetzt eine neue griechische Regierung den Kurs verlassen will, wieder so wirtschaften möchte wie Jahrzehnte zuvor, wenn sie die ganzen Anforderungen und Auflagen nicht erfüllen will, wenn sie Europa am Nasenring durch die Manege ziehen will, dann müssen wir umso mehr als Deutsche und als Europäer darauf bestehen, dass die bisherigen Reformzusagen eingehalten werden. Die Verbindung von Leistung und Gegenleistung darf nicht gebrochen werden. Niemand kann sich aktiv wünschen, dass Griechenland die Eurozone verlässt. Gerade auch im Interesse der griechischen Bürgerinnen und Bürger ist das nicht. Aber dafür sind Voraussetzungen zu erfüllen. Und deshalb wollen wir es ganz klar sagen. Unsere bisherige Linie war Solidarität gegen marktwirtschaftliche Reformen. Wir verlassen unsere Linie nicht, sondern im Gegenteil setzen sie konsequent fort und nehmen sie ernst, wenn wir sagen, dass im Falle, dass Griechenland auf den Reformpfad nicht zurückkehrt, Griechenland auch keine Zukunft im Euro haben wird. Die Eurozone wird nicht geschwächt, wenn ein unsolides Land sie verlassen würde, sondern im Gegenteil, die Eurozone und die Autorität des Rechts würden gestärkt werden dadurch. Dafür ist ein Plan B erforderlich. Dafür ist ein Plan B erforderlich für diesen Fall eines Falles. Wir haben bereits im Jahr 2010 im Deutschen Bundestag ein Insolvenzrecht für Staaten gefordert. Auf Initiative der Freien Demokraten hat der Deutsche Bundestag seinerzeit den Bundesfinanzminister aufgefordert, entsprechende Arbeiten aufzunehmen für ein Staateninsolvenzrecht. Nichts davon ist bis heute umgesetzt. Das ist vertändelt und vertrödelt worden. Jetzt gerade in dieser Situation bräuchten wir geordnete Verfahren. Sie fehlen. Umso mehr muss man heute Wolfgang Schäuble auffordern. Er soll sich nicht zu sehr beschäftigen, wie er das Steuerrecht noch weiter bürokratisiert. Seine Aufgabe wäre es jetzt, als gestalterischer Bundesfinanzminister ein Insolvenzrecht für Banken
und für Staaten umzusetzen, denn niemals mehr dürfen Staaten und Steuerzahler erpressbar werden. Das ist die Konsequenz aus den vergangenen 5 Jahren. Aufzuarbeiten ist das nun. Stattdessen freut der Bundesfinanzminister sich an seinen Zinsgewinn. Die schwarze Null, die er erzielt, erzielt er ja überwiegend über niedrigere Zinszahlungen für den Kapitaldienst. Würde er die gleichen Zinsen zahlen wie im Jahr 2011, dann müsste er 7 Milliarden Euro zusätzlich an die Gläubiger überweisen. Und im Jahr 2011 ist jetzt nun keine andere Epoche. Finanzpolitisch ist das sozusagen gestern. 7 Milliarden Euro Ersparnis nur aufgrund der sinkenden Zinsen. Das trifft die Privatleute, aber das private Portemonnaie, bei der betrieblichen Altersversorgung, bei der Lebensversicherung. Dort kann man nicht so leicht wirtschaften. Dort spürt man die Probleme des künstlich niedrigen Zinses. Das ist die Umverteilung, liebe Freundinnen und Freunde, von der ich eben gesprochen habe, zwischen Zukunft und Gegenwart und zwischen Privat und Staat. Weil der Staat Zinsvorteile nutzt und die Bürgerinnen und Bürger diesen Zinsvorteil durch Einschränkungen bei ihrer Altersversorgung bezahlen müssen. Da wäre es ein Gebot nicht nur der ökonomischen Klugheit, sondern der Fairness, dass der Bundesfinanzminister seinen Zinsvorteil wenigstens an die Bürgerinnen und Bürger weitergibt. Doch Steuerentlastungen finden für diese große Koalition nicht statt. Heute liest man in einer Regionalzeitung von einem SMS-Verkehr zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Bundeswirtschaftsminister. Man käme ja überein, für Steuerentlastungen sei gegenwärtig nicht die Zeit. Kalte Progression, also das Ende dieses Lohnklaus, das ist auf die lange Bank geschoben. Den Solidaritätszuschlag sollen wir bis zum 75. Geburtstag von Frau Merkel zahlen. So ist der aktuelle Stand der Beratungen in der Koalition. Und nun sagen selbst die Sachverständigen in der vergangenen Woche, jetzt wäre die Zeit für einen fairen Lastenausgleich zwischen Bürger und Staat. Und die Antwort der CDU darauf ist nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, das sagt mehr über die Mentalität der Union als über die Finanzlage des Staates aus. Es dort keine Sensibilität dafür gibt. Das steuerpolitisch einzige nennenswerte steuerpolitische Gestaltungsvorhaben, das es gibt, dazu ist die Große Koalition noch gezwungen worden. Durch das Bundesverfassungsgericht nämlich gezwungen worden, die Erbschaftssteuer zu reformieren. Herr Schäuble hat dann angekündigt, einen minimalinvasiven Eingriff in die Erbschaftssteuer. Als aber das Gesetz aus seinem OP herauskam, wurden wir Zeugen einer Totaloperation, nämlich aus der Erbschaftssteuer ist eine Art Vermögenssteuer geworden. Die Sozialdemokraten sagen, dass die Erbschaftssteuer das beste Instrument sei, um, Zitat, gesellschaftspolitische Verteilungsergebnisse zu korrigieren. Und das soll der Geist sein, in dem die Erbschaftssteuer novelliert wird. Gesellschaftspolitische Verteilungsergebnisse zu korrigieren. Ich finde, die Aufgabe von Steuern ist nicht zuerst Verteilungspolitik, sondern die Finanzierung des Staates für seine eigentlichen Aufgaben. Und da sollte die am wenigsten bürokratischste und schädlichste Form gewendet werden. Die Erbschaftssteuer betrifft auch, so wie sie geplant ist, unseren wirtschaftlichen Mittelstand, die Familienbetriebe, die das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bilden, bei den Arbeits-, bei den Ausbildungsplätzen. Der Mittelstand steht durch die Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, durch den Fachkräftemangel und durch die Nachfolgen, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen, das sind ja alles kleine Krisen für einen Betrieb, wenn die Nachfolge zwischen den Generationen organisiert werden muss. Der Mittelstand steht vor enormen Herausforderungen, vor allem auch enormen Investitionsbedarf. Weltweit werden wir beneidet um diese besondere, inhabergeprägte, langfristig, nachhaltig orientierte Wirtschaftsstruktur, die wir haben. Aber sie ist eben durch globale Verflechtungen und technologische Veränderungen in besonderer Weise herausgefordert. Und nun kommt noch die Große Koalition mit ihrer Erbschaftssteuer. Es ist errechnet worden, dass unter bestimmten Bedingungen ein Familienbetrieb alleine zur Begleichung seiner Steuerschuld
7,5 Jahre auf jede Investition verzichten muss, nur um den Ansprüchen des Fiskus Genüge zu tun. 7,5 Jahre, in denen nicht investiert werden kann in Industrie 4.0, das Unternehmen nicht attraktiver werden kann für Arbeitskräfte, in denen ein Unternehmen nicht neue Märkte anstrebt. 7,5 Jahre nicht investieren bedeutet in den Zeiten unserer Hochgeschwindigkeitsglobalisierung, dass diese Unternehmen vom Markt verschwinden. Es ist ein vorsätzlicher Angriff auf unsere wirtschaftliche Substanz. Und liebe Freunde, dass die CDU das mitmacht, nebenbei gesagt, ist im Übrigen auch schon bemerkenswert. Da gibt es zu wenig Sensibilität für die Fragen. Ich erinnere mich daran, dass der aktuelle Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU beim letzten Parteitag vorgestellt worden ist als das wirtschaftspolitische Herz und Gewissen der Union. Und selbst die FAZ, die ja nun sehr nüchtern ist, musste dann kommentieren, dass es um diesen Titel innerhalb der Unionsparteien offensichtlich relativ wenig Konkurrenz gibt. Also dort fehlt die Mentalität, unsere wirtschaftliche Basis im Mittelstand zu stärken. Dieses Erbschaftssteuerrecht, es ist nicht nur ökonomisch gefährlich, liebe Freunde, sondern ich glaube, dass es auch in anderer Hinsicht, nämlich hinsichtlich der Werte, die darin zum Ausdruck kommen, nicht zu unserer sozialen Marktwirtschaft passt. Es ist doch ein natürlicher Trieb jedes Menschen, seinen Kindern etwas Wertvolles zu hinterlassen. Das gehört doch zu uns Menschen dazu, etwas schaffen zu wollen, damit andere, die nach uns kommen, es vielleicht ein bisschen leichter haben. Das ist von Anbeginn, seit es Menschen gibt, so. Wenn nun eine Regierung diesen natürlichen Trieb in Frage stellt, ihn korrigieren will, wenn sie den Respekt vor dem Eigentum verliert, wenn sie Lebensleistungen dadurch relativiert und Menschen demotiviert, etwas zu schaffen und Eigentum zu bilden, dann ist das nicht nur konkret betriebswirtschaftlich eine Herausforderung, dann wird durch eine solche Politik auch das Zentrum, die Basis, das Wertefundament unserer Gesellschaft insgesamt in Frage gestellt und möglicherweise zerstört. Die Menschen, die Lebensleistungen erbringen, liebe Freundinnen und Freunde, die sollen nicht in das Visier des Fiskus geraten, sondern wer Lebensleistungen erbringt und über Jahrzehnte jeden am Markt im harten Wettbewerb verdienten Euro mehrfach versteuert hat, der hat Anerkennung in unserem Land verdient, denn diese Menschen brauchen wir, um zukünftig auch Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. Wie soll das auch gelingen, neue Gründer in unserem Land zu gewinnen? Das ist ja ein erklärtes Ziel von nahezu allen Parteien. Wie soll das gelingen, wenn man ihnen sagt, na ja, bitte heute gründen, Unternehmen erfolgreich aufbauen, aber bitte schön, wenn es darum geht, auch persönlich von der Risikobereitschaft zu profitieren, dann sehen wir zuerst die Steuerbasis des Staates. Das ist doch der geheime Grund auch, warum bei uns in unserem Land eine zu geringe Gründerdynamik ist. Wir haben ja viel aufgeschrieben in unserem Leitantrag, der nachher zur Beratung ansteht, liebe Freundinnen und Freunde. Bürokratische Hürden, Fragen der Finanzierung von Unternehmensgründungen oder des Wachstums von Unternehmen. Der eigentliche Grund ist aber doch ein anderer. Es ist das Bild, das unsere Gesellschaft hat von Entrepreneuren und Unternehmern. Dass meine Reaktion dort in der Generaldebatte zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin dann auch zur eigenen Überraschung sich so breit verbreitet hat, das hat doch damit zu tun, dass das offensichtlich bei vielen Menschen einen Nerv getroffen hat, die das eben nicht mehr akzeptieren wollen. Dass es heißt, wenn etwas gelingt, na ja, zufällig eine ganz gute Idee gehabt, hätte ja jeder haben können. Und wenn etwas nicht gelingt, heißt es, na ja, also war ja klar, dass das nicht gelingt. Diese Haltung hat doch in Wahrheit etwas auch damit zu tun, wie Menschen selber denken und umgehen. Das ist doch eine Form von Entlastung, selber sich nicht bewegen zu müssen, wenn man sagt, im Erfolgsfall war Glück, im Misserfolgsfall, Gott sei Dank, ich habe es nicht gewagt. Es kann ja nicht funktionieren. Wenn das unsere
Mentalität, wenn das der Spirit unseres Landes bleibt, dann werden wir auf Dauer abgeschnitten bleiben von neuen Technologien, die ja Pioniere brauchen. Wir brauchen stattdessen einen Aufbruch, der in unternehmerischer Freiheit und unternehmerischem Risiko eine Chance für unser Land sieht. Dann muss man Anerkennung zollen, wenn Menschen erfolgreich sind mit ihrer Gründung, und man muss ihnen Respekt zollen, wenn es nicht gelingt. Dann können nämlich aus Loser auch Problemlöser im zweiten Versuch, im zweiten Anlauf werden. Das ist die Mentalität. Wenn es darum geht, Chancengerechtigkeit herzustellen, dann ist für uns also nicht das Erbschaftssteuerrecht der richtige Weg, sondern dann ist es eine funktionierende Bildungspolitik. Die Durchlässigkeit der Gesellschaft hängt von der Durchlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Bildungssystems ab. Deshalb ist Bildung für uns ein bürgerliches Freiheitsrecht. Wir sind eine offene Gesellschaft, aber die individuellen Chancen, das sind nur leere Versprechen, wenn wir junge Menschen nicht ausstatten mit den hinreichenden Möglichkeiten, auch konkret in ihrem Leben etwas daraus zu machen. Durch beste Qualifikation und praktische Lebenstüchtigkeit im Alltag. Unser Bildungssystem in Deutschland, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, man kann ja den Ländervergleich der 16 Länder drehen und wenden, wie man will. Die einen sind besser, die anderen schlechter. Aber Deutschland insgesamt ist nur mittelmäßig. Die einen sind noch mittelmäßiger als die anderen, aber insgesamt sind wir nur mittelmäßig. Wenn wir uns dem globalen Wettbewerb stellen, wenn wir die Alterung unserer Gesellschaft ernst nehmen, dann wird jede und jeder Einzelne von uns über mehr Qualifikation verfügen müssen, um individuell Chancen zu haben und für unsere Gesellschaft insgesamt den Wohlstand verteidigen zu können. Dann können wir uns kein mittelmäßiges Bildungssystem mehr erlauben. Dann muss unser Ehrgeiz sein, dass Deutschland wieder das wird, was wir einmal waren, nämlich die Weltbildungsnation. Vor dem Zweiten Weltkrieg, vor den schrecklichen 1930er Jahren, war Deutschland die Weltwissenschaftsnation. In der Physik, nicht nur in der Literatur, in der Physik, die Weltwissenschaftsliteratur, sie wurde in Deutsch verfasst. Nun hat sich die Welt, wir sind nicht naiv und blauäugig, hat sich die Welt verändert. Und wir haben neue, starke Bildungsnationen. Wir haben die Ivy League Hochschulen in den Vereinigten Staaten. Aber wenn unser Ehrgeiz nur ist, die aktuelle Mittelmäßigkeit in unserer Bildungspolitik fortzuschreiben und zu verteidigen, dann wird die Konsequenz sein, dass wir zukünftig auch nur noch mittelmäßig leben werden. Wenn wir aber den besten Lebensstandard weltweit haben wollen, wenn wir uns messen wollen mit den erfolgreichsten Nationen, dann müssen wir diesen mittelmäßigen Touch unserer Bildungspolitik überwinden und den Ehrgeiz entwickeln, ein Mondfahrtprojekt weltbeste Bildung zu beschreiten, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die Schlüsselaufgabe auch zur Durchlässigkeit unserer Gesellschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Mondfahrtprojekt, wie wir es nennen, keine Aufgabe ist, die Kommunen und Länder alleine schultern können. Der Investitionsbedarf alleine, wenn man an die Möglichkeiten der Digitalisierung denkt, die in den Unterricht einfließen können, der Investitionsbedarf ist enorm. Da kann man nicht sagen, jetzt soll die Kommune, die Mühe dabei hat, schon die Mensa für den Ganztag bereitzustellen, die soll jetzt auch noch das Tablet für jeden Schüler und die Vernetzung der Unterrichtsräume stemmen. Das wäre eine Überforderung. Auch die Länder sind stark beansprucht. Da kann ja schon die jetzige normale Qualität angesichts der Schuldenbremse an vielen Stellen kaum aufrechterhalten werden. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich glaube deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, dass wenn wir das Projekt Weltbeste Bildung als freie Demokraten öffentlich einfordern, dann müssen wir auch so konsequent sein zu sagen, dass das keine Aufgabe ist, die Kommunen und Länder alleine schultern können. Dann muss Bildung ein Projekt des Gesamtstaats werden, um die finanziellen und konzeptionellen Möglichkeiten zu binden. Voraussetzung dafür, dass allerdings vernetztes Lernen und Tablet im Unterricht Sinn macht, ist freilich, dass überhaupt Unterricht stattfindet, liebe Freunde. Also das ist die wichtige Voraussetzung. Und wir haben einen Ehrgeiz für die nächsten Jahre, was in den nächsten Jahren passieren soll, an didaktischer und hinsichtlich der Ausstattung nötiger
Modernisierung, aber Voraussetzung ist, dass es qualifizierte, motivierte Lehrer gibt, die Unterricht erteilen. Wir wissen in Nordrhein-Westfalen allerdings nicht, wie viel Unterricht konkret ausfällt, wie viel Unterricht erteilt wird, in welchen Fächern die Belastungen besonders groß sind und in welchen Fächern nicht. Die Schulministerin weigert sich, eine Vollerhebung des in Nordrhein-Westfalen konkret erteilten Unterrichts dem Landtag und damit der Öffentlichkeit den Eltern vorzulegen. Das sei ein zu hoher bürokratischer Aufwand, festzustellen, welche Unterrichtsstunden konkret erteilt werden und welche nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Politik den Mittelstand und das Handwerk heute zwingt, bald mit bewaffneten Beamten vom Zoll jede Arbeitsstunde aufzuschreiben, damit man kontrollieren kann, ob Mindestlohn gezahlt wird, dann ist es nicht zu viel verlangt von der Politik, die Unterrichtsstatistik vernünftig aufzustellen. Was können wir erwarten? Das sind doch die staatlichen Kernaufgaben, um die es hier geht. Wir erleben, dass es ein immer weiteres Verzetteln bei den politischen Vorhaben gibt, Symbol- und PR-Maßnahmen, aber die wesentlichen, die entscheidenden Aufgaben bleiben liegen und werden von der Politik ignoriert. Da werden beim Zoll Beamte eingestellt. Da werden hunderte Beamte, tausende Arbeitsstunden von unserem nordrhein-westfälischen Innenminister eingesetzt für die Groß-PR-Aktion des Blitzermarathons. Und gleichzeitig sagt die Gewerkschaft der Polizei, nun wirklich ja SPD-nah und nicht eine FDP-Vorfeldorganisation, man solle die Polizei doch von bürokratischen Aufgaben entlasten, weil sie sonst nicht in der Lage ist, ihrer Kernaufgabe zum Beispiel Schutz vor Einbruchkriminalität nachzukommen. Wir haben ein enorm steigendes Problem, wachsendes Problem bei der Unterbringung von Flüchtlingen und bei Asylverfahren. Da gibt es ein paar Brosamen vom Bund, überhaupt gar nicht ausreichend mit Blick auf das, was vor Ort notwendig ist, um auch eine humanitäre Begleitung der Menschen sicherzustellen, die in Not und Elend bei uns Schutz suchen. Der Bundesinnenminister ist nicht in der Lage, die Asylverfahren relativ rasch umzusetzen, sodass nicht fortlaufend Härtefälle produziert werden, dass teilintegrierte Familien dann aus den Zusammenhängen vor Ort, aus den Kommunen rausgerissen werden. Was ist das für ein Staat, der seine Kernaufgaben nicht adäquat erfüllt und sich verzettelt? Statt 1600 Beamte beim Zoll einzustellen für eine Misstrauensbürokratie, sollten diese Beamte eingestellt werden, damit die Asylverfahren beschleunigt werden, weil das nämlich dazu führt, dass man den Menschen eine Antwort über ihre Zukunft geben kann. Liebe Freunde, das fordern wir. Einen solchen Staat fordern wir in Bund, in Land, in Kommune, der das Zusammenleben durch gute Regeln ordnet und der bei seinen staatlichen Kernaufgaben wie Infrastruktur, wie bei der Schaffung eines stabilen, funktionierenden Energiemarkts, Zugang zu Bildung, Gesundheit, öffentlicher Sicherheit, Schutz für Menschen in Not, der dort stark ist. Aber er verzettelt sich. Die Hydra schlägt ihre Tentakeln auch in jeden Winkel des Alltagslebens. Der Bundesjustizminister hält es für ein drängendes Problem, dass es in Deutschland jetzt quengelfreie Kassen im Supermarkt geben soll. Will er dazu beitragen, dass es eben nicht mehr nervtötendes Gequengel wegen der Süßigkeiten gibt? Seine Lösung: nicht den Eltern vertrauen, sondern Vorschriften. Und so zieht sich dieses bürokratische Geflecht immer weiter. Die Bundeskanzlerin hat jetzt mit ihrer Regierung ein Projekt Gutes Leben in Deutschland gestartet. In 100 Veranstaltungen will sie zusammen mit ihrem Kabinett, mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber sprechen, was denn gutes Leben ist. Ich bin immer für Bürgerdialog. Aber mein Verdacht ist, liebe Freunde,
dass jetzt in 100 Veranstaltungen so eine zeitgeistige Konzeption, was vielleicht gutes Leben sein soll, entwickelt wird. Und danach wird dieses Konzept für uns alle verbindlich erklärt, was da entwickelt worden ist. Und dann werden wir erst angestupst, wie der Justizminister es genannt hat, durch Entscheidungsarchitekten. Das sind die Biologen, Anthropologen und Psychologen, die in der Tat jetzt im Bundeskanzleramt eingestellt worden sind, um Gesetze zu formulieren, die eine sanfte Verhaltenslenkung bei uns freien Bürgerinnen und Bürgern zum Zweck haben. Also erst wird dieses gute Leben unverbindlich durch Anstupser vermittelt und dann, wenn wir einfach persönlich unvernünftig sein wollen oder einfach nach einer anderen Fasson selig werden wollen, dann wird irgendwann stehenden Fußes der harte Paternalismus folgen, indem es dann eben gesetzlich angeordnet wird. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir wollen nicht, dass aus unserer freiheitlichen Gesellschaft ein Laufstall gemacht wird. Bürgerinnen und Bürger brauchen keine Stützräder, sondern sie brauchen gutes und verlässliches Recht. Das ist der Unterschied. Für unser Lebensglück bleiben wir selber verantwortlich. Das ist der Raum der Freiheit, den die Politik garantieren muss. Aber sie kann den Rahmen nicht auch selber ausfüllen. Dann überdehnt sie ihren Auftrag. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist das besondere politische Bild, das wir Freien Demokraten zeichnen. Von starken Einzelnen, die Vertrauen verdient haben, denen man etwas zutrauen kann, die wir nicht demotivieren, sondern die wir motivieren wollen. Und ein Staat, der ihnen nicht Hindernisse und Hürden aufbaut, sondern der die Steine aus dem Weg räumt, die sich den Menschen entgegenstellen bei der Verwirklichung ihrer Lebenspläne. Das ist unser Bild vom Staat. Das ist das Bild von Politik, der politische Auftrag von uns Freien Demokraten, wie wir ihn uns neu gegeben haben in dem Prozess des vergangenen Jahres, dem Leitbild Selbstvergewisserung, Selbstbefreiungsprozess. Mit diesem politischen Konzept, unbefangen, ohne Opportunismus, ohne falsche Ängstlichkeit, wer könnte was sagen, wer könnte sich beschwert fühlen. Mit diesem politischen Konzept sind wir in diesem Jahr in Hamburg erstmals wieder vor die Wählerinnen und Wähler getreten. Liebe Freunde, es ist natürlich nicht so, dass das Comeback der Freien Demokraten abgeschlossen wäre. Der Wahlerfolg in Hamburg aber zeigt eines. Wenn wir uns selbst ernst nehmen bei unserer liberalen Grundüberzeugung und auf die Menschen wieder zugehen, ohne leise Treterei, sondern mit dem Selbstbewusstsein, das aus innerer Überzeugung kommt, dann sind in Deutschland auch wieder viele Menschen bereit, den Freien Demokraten eine Chance zu geben. In Hamburg hat nicht nur Katja Suding, in Hamburg hat nicht nur der dortige FDP-Landesverband gewonnen. In Hamburg haben die Freien Demokraten insgesamt einen Erfolg erzielt, denn auch hier in Siegburg weiß jetzt jeder, mit den Freien Demokraten ist in Deutschland weiter zu rechnen. Dieses Konzept, diesen Weg, nicht gehen, sondern unsere politischen Grundüberzeugungen, unsere politische Tradition leben. Und wenn wir das gemeinsam tun, wie wir das bisher getan haben. Die Zeit der Einzelkämpfer, die auf eigene Faust sagen wollen, was die FDP ist. Sie ist schon lange vorbei und wir fahren gut damit, dass wir einen neuen Mannschaftsgeist in der nordrhein-westfälischen FDP und darüber hinaus entwickelt haben. In diesem Geist wollen wir wieder erfolgreich sein, liebe Freunde.